Hallo zusammen, heute möchte ich mal ein Ninja Swipe machen. Ich habe einen Fehler entdeckt bei mir, und zwar man muss bei dieser Ringtechnik noch ein bisschen weiß außenrum machen und dann drüber swipen. Das habe ich vergessen, aber ich finde, es ist trotzdem ein schönes Bild geworden. Darum denke ich mal, es lohnt sich trotzdem anzuschauen. Beim nächsten Mal werde ich es besser machen. Das habe ich bei Susanne Altschuh entdeckt. Sie ist auf Facebook und macht auch viele schöne Videos. Könnt ihr gerne mal reinschauen, deutschsprachig. Und dann lasst uns einfach starten. Ja, dann lasst uns starten. Ich werde jetzt erstmal die Grundbedeckung mit Weiß machen. So, ich lasse nochmal geschwind laufen. Ich merke gerade, ich habe das Weiß etwas dicker gelassen. Aber das ist okay. The world seems small. Noch die Ecke zu. We can sit together. Ja, da wird's eng. It's so beautiful. Aber gut, alles zu. So. Ich werde jetzt aber kurz mit dem Föhn drüber, um die Luftblasen rauszumachen. Gut, schöne weiße Fläche. So, Farben habe ich im Prinzip. Ja, da habe ich noch ein bisschen Weiß. Ich habe Magenta, dann Brillantgrün. Das ist Saftgrün. Das ist eine ganz komische Farbe. Ist jetzt hier recht dunkel. Aber gut, warum nicht? Und Schwarz. Brauche ich da meinen Spachtel? Weil das ist ja so ein Ninja. Heute habe ich es wieder gut drauf, gell? Ein Ninja Swipe. Das heißt, man macht praktisch die Paddeltechnik, also die Ringtechnik, und zieht dann mit dem Spachtel schnell durch. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Probieren wir es einfach mal. Ich denke mal, ich nehme hier mal Schwarz als erstes. In den Farben ist ein bisschen Silikon drin, aber die Farben sind eigentlich von letzten Dienstag und heute haben wir Samstag. Keine Ahnung, ob das was ausmacht vom Silikon. Aber mach lieber noch ein bisschen rein, zwei Tropfen. Und da auch noch. Also von diesen 300er Viskosität. So, nimm das Magenta, trotzdem einen Ticken Weiß drauf, damit es nicht ganz so dunkel wird. Da habe ich jetzt was entdeckt und es ist Saftgrün, wartet mal. Das kann natürlich passieren, wenn die Farbe länger steht, dass da ein Klümpchen sich gebildet hat, das ich jetzt aber so nicht rausbekomme. Oder? Ich glaube, ich hab's. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Okay. Malerspachtel. Und wische jetzt einfach mal ganz schnell drüber. So habe ich es gesehen, ich habe keine Ahnung. Okay, naja, das muss man auch üben. Probier ich nochmal. Ja, das ist Übungssache. Aber egal,
Dafür machen wir das ja. Probieren wir einfach nochmal. Ich glaube, ich gehe zu schnell raus. Muss drauf bleiben. Nee, das wird nichts. Das kann ich glaube nicht. Das kann ich nicht. Aber egal, gibt trotzdem was. Das ist nämlich dieser Punkt, es sieht alles immer so einfach aus, wenn man es kann. Wenn man es kann. Man sieht irgendwas und dann, ah ja, das kann ich auch und funktioniert es nicht, so wie bei mir jetzt. Aber ich versuche das jetzt trotzdem nochmal. Ja, es bleibt mal normal. Tja, Susanne, du hast drauf. Nee, funktioniert bei mir nicht irgendwie. Aber gut. Trotz allem ist das Bild gar nicht so schlecht, finde ich. Nur schauen, hier ist noch wenig Farbe drauf wieder. Da auch. Ich glaube, da ist aber noch ein bisschen laufen. Es gibt halt so schöne, ja, wie so ein Negative Space. Sollte das eigentlich geben. Ich möchte jetzt trotzdem nicht so viel laufen lassen, weil das sieht eigentlich ganz cool aus so. Darum lasse ich das Bild jetzt auch so. Das ist gut, weil hier gibt es einen schönen Effekt, wie so ein Netz. Ja, das lassen wir. Ich schaue nur, dass ich überall ein bisschen Farbe drauf habe. So. Da, wo ich es weggestrichen habe. Nee, das ist okay. Gut. Hat nicht sollen sein. Ich habe immer noch Restfarbe jetzt. Da werde ich vielleicht noch mal ein Bild machen. Und dann schauen wir mal. Aber cool. Ja. Ihr seht, es sieht immer einfach aus, aber ist nicht, doch nicht so einfach. Ich werde es mal kurz erhitzen, um die Zellen vielleicht noch ein bisschen rauszuholen. Da gar nicht so viel Zellen haben, aber es hat trotzdem einen schönen Effekt bekommen. Heißt eine coole Technik. Da kommt jetzt schon wieder viel zu viel, aber das passt. Okay, das war's.
nicht so wie gewollt, aber dadurch ist trotzdem ein schöner Effekt entstanden. Wie gesagt, ihr müsst es einfach mal üben, auch zu Hause für euch. Nicht gleich aufgeben beim ersten Mal. Ihr seht, bei mir klappt es auch nicht mehr beim ersten Mal. Dafür sind wir ja da und probieren es aus. Und dann irgendwann wird es richtig cool, denke ich mal. Okay, ich zeige es euch gleich von daheim. Dann bis gleich. So, Freunde, jetzt bin ich zurück. Ich habe es jetzt für 10 Minuten einwirken lassen und dann habe ich mir nochmal Zeit genommen und das Video von Susanne Altschuh angeschaut. Sie macht um diese Ringtechnik, um die Ringe macht sie noch ein bisschen weiß drüber und dann streicht sie es drüber. Das habe ich vergessen, aber ich finde es trotzdem ein cooles Bild geworden. Ich werde das nächste Video mal nochmal so probieren. Mit diesem Weiß außenrum. Vielleicht funktioniert es dann besser. Also, jetzt schauen wir es uns mal an. Ihr seht, es hat auch ziemlich nachgearbeitet jetzt. Der Rest Silikon von vorher. Und natürlich jetzt nochmal das neue Silikon. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Aber gut. Aber seht ihr das hier? Crazy. Und vor allem hier. Finde ich, sieht richtig cool aus. Okay. Bin ja gespannt, wie es mal trocknet, auch mit diesem Saftgrün. Übrigens, das war die Farbkombination von einem Workshop. Antje, lieben Dank nochmal für die Restfarben. Ja, aber ich finde es trotzdem cool geworden. Natürlich jetzt viel Silikon drin und hier hat sich auch noch viel getan. Da habe ich es ein bisschen zu viel erhitzt wahrscheinlich, aber das passt. Also es kommen coole Effekte trotzdem raus. Ein Swipe ist halt immer gut, egal wie. Da ist auch. So, hier der Rand, da zieht sich noch ein bisschen auseinander, aber kommt ganz gut eigentlich. Okay, cool. Wie gesagt, ich denke mal im nächsten Video werde ich es nochmal probieren mit dieser Ninja Swipe. Und dann war es das schon wieder von mir. Ich wünsche euch was, ich danke fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Bye.